Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Zuschauer von Grid 2 mit Cruiser und mir, jetzt hier mit Subaru BRZ Design von Mainzer Junge 98 im Türkisgrün und Grün gemixt. Türkisgrün in Grün. Und ja, Türkisgrün und Grün, ja, irgendwie, keine Ahnung. Das ist ja nicht so ein reines Türkis, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, was ich da gemischt habe. Auf jeden Fall Subaru BRZ. Mal gucken, was das wird. Fünf Rennen im Turnier werden das jetzt. Oh, da geben die Katzen schon wieder Gas hier. Sorry, Bro. Geh weg! Wie der Gulf mir voll wegzieht, ey. Aber er kann keine Kurven fahren. Ha, nup. Learn to drive Kurven. Bremsen. Und rum. Das sind jetzt kurze Runden, ey. Echt? Ja, ist schon vorbei bei mir, die erste. Oh. Jetzt auch bei mir, hm. Das rote Auge ist hinter mir. Das allsehende rote Auge. Nein, nicht das Auge aus Herr der Ringe. Ja, der drängelt sich innen durch. Was geht denn hier ab? Jo, ich hab ihn erstmal abgeschossen, wie er das versucht hat. Das habe ich mittlerweile angewöhnt. Jeder, der sich bei mir innen vorbeidrängelt, ich schieße einfach nur ab. Ist zwar nicht die beste Methode, aber sie hilft. Weil wenn die innen kommen, kannst du sie gut abschießen lassen. Wenn ich will, Dr. Köngo zu. Der eine ist gerade noch irgendwie abgeschmatzt hier. Wird jetzt Sechster oder Siebter. Der Bombo Schoko, der war doch vorhin noch Zweiter. Warum ist er auf einmal Zwölfter? Genau, der war ganz, ganz weit hinten. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, der hat dasselbe Problem wie ich. Und sein Auto zieht auf einmal schlagartig nach links. Gottes Backpfeife. Batsch! Ja, aber das war wirklich voll brutal vorher bei mir. Harrison Carter ist Dritter. Harrison Cartier? Dein Lieblingsgegner. Einer meiner Lieblingsgegner. Ich glaube, nächstes Rennen wird mich Retter so abschießen. Oh, hat ja schon 3 Minuten gedauert, der Spaß hier. Schnell. Ja, sind aber eh 5 Rennen von daher. Ja. Ich hab's leider geschafft, mir die nicht vorher anzugucken, also ich weiß nicht, was kommt. Was jetzt kommt, noch 4 Rennen. Ja, nee, aber welche Strecken? Das sieht aus wie Algarve oder wie das heißt. Ja, schön, System-Broadcast. Jo, danke, Crossfire. Ist es rausgeflogen oder was? Nee, es kam nur von einem Overlay. Die haben sie immer drauf, so eine nervigen Einblendung riesengroß zu machen. Mitten im Spiel, im Spielbild. So, Britz, geh mal ab hier. Wie der Red Eye, gleich im Startziel schon so klein nach rechts rüberzieht. Wer mich weghauen will, ich erstmal gebremst, den voll getrollt. So, Jason Smith, oh, Bruno Silva, Piss kennt er. Hurensohn, warum blockierst du mich? Hätte ich mir der Red Eye. Haha, wieder zum Abschießen. Wow. Sorry. Boah, nur noch 2 Resets, ey. Weißt du, was das für ein Gefühl ist, wenn selbst die KIs schon an dir vorbeiziehen? Ja. Mann, geh weg, du blöde Harrison Carter, ey. Weg. Hau die KI weg. Wenn das mal gehen würde. Geht sogar hier, finde ich. Ja. Ohne Scheiß, dafür, dass der Ding, der 1er BMW keine Power hat, der hat so eine geile Kurvenlage, was wieder. Boah, dass diese scheiß KIs immer so früh bremsen müssen. Da kriege ich mir das Kotzen, ne? Ja, das ist hammergeil. Ich finde das ein Red Eye. Kann ich dir nicht sagen, ich hab rote Augen. Wortwitz.
abkürzen. Na, oh, Idiot. Was, du auch? Ja, hier in der Harnadel, oder hier ist ein Schikaner, ist das. Komm schon, Rod Icon. Du Gas, du kommst ja so Baru, Baru, Britz, Britz. Britz. Ja, ist klar, er zieht hier ganz easy an mir vorbei. Was kann das Auto hier überhaupt, Alter? Wie selbst der KI-Gegner mich blockiert, Alter. Mein Auto zieht wieder nach rechts. Heilige Scheiße, nur noch ein Reset. Cool. Abkürzen. Wer, du? Ja, bin irgendwie komisch gerutscht und dann bin ich über die Strecke abgekürzt, was ich gar nicht wollte. Das ist immer geil zu sehen, wie Leute hinter mir abfliegen, wenn sie in den Heck reinfahren. Soll das einfach überholen? Nein. Ich fahre dem lieber ins Heck rein und fliege ab und beschwer mich danach bei dem Flame hinzu. Könnte mir ja nie passieren. Oh, du scheiß KI, beweg deinen Arsch jetzt! Was kotzen, ey! Du Hurensohn, verpiss dich! Ja, ich flame gerade eine KI an. Alter, mal ohne Scheiß, die regen mich mehr auf wie die normalen Spieler gerade. Boah, ich weiß, warum ich kein Singleplayer spiele. Ja, in der Tat. Das ist eigentlich der Spaß. Aber wie kannst du auch nicht wegschieben, ne? Ja, du Idiot, wollte mir hinten reinfahren und durch meinen geilen Ping ist er dann nur rechts abgeflogen. Ey, hinter ist Bombo Schoko. Bonobo Schoko, tut mir leid. Jojo, zurück mit mir zweiter immerhin. Red Eye ist schon einen Kilometer entfernt. Der Chip ist aber auch echt gut. Ja, das war klar. Schön. Platz da, ich bin Arzt. Abkürzen. Nö. Warum nicht? Ja, Leute, die ihn überholen, werden abgeschossen, weißt du. Ja. Hier kann man sich mal so einen Spaß erlauben, da weiß ich, dass es keine Folgen hat in den meisten Fällen. Mal die Kurve schön weit ausfahren, wie ich dich kann. Weg, deinem hässlichen Alpha. Das war der andere Assi. Dafür kann ich nichts. Das merke ich mir. Das merke ich mir, Freund. Hab mich hier nicht reingeschoben. Verbindung getrennt. Das war schön. Was ist das für ein Scheiß, Mann? Dreckspiel. Ach, geil, war ich einmal erst, dann jetzt wieder so ein Scheiß. Ja. Ich bin auch raus. Cool. Ja, ehrlich? Der Host hat die Session beendet und dich damit irgendwie ausgeschlossen. Irgendwie sowas stand da gerade. Sehr gut. Spitze. Spitzi, Spitzi, Spitzi. Ja, dann sind wir jetzt wieder hier in einer Session. Cool. Das war der Multiplayer von Grid 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir verbrennen jetzt den Steam-Account. Naja, mal gucken. Bis dann erstmal. So, wir sind jetzt wieder am Start, nachdem Steam ja scheinbar überlastet ist wegen dem Steam Summer Sale. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Fahre ich jetzt hier den neuen Camaro Drift aus dem Drift DLC. Und der scheint eine total hohle Nuss zu sein, so wie das hier aussieht. Also es ist nicht nur, weil der Fahrer fehlt, sondern weil voll komplett die Innenausstattung fehlt. Nicht nur, weil der Fahrer fehlt. Mal gucken, wie sich der so fährt. Alter. Ich bin inzwischen übrigens orange. Was? Ich bin ja inzwischen orange. Außerdem, wie geil ist das denn? Der hat unterschiedliche Felgenfarben. Vorne blau, hinten orange. Das möchte ich auch machen können. Am besten vier verschiedene Felgenfarben. Alter, muss jede Felge einzeln lackieren. Alter, fahr ich gerade einen Müll zusammen, jetzt mal ernsthaft. Das gibt's doch gar nicht. Scheiß Go-Kart, ey. Also der eine ist hier dauerhaft durchsichtig. Der fünfte. Hacker. Danke, du blödes Go-Kart, Alter. Fahr bloß in deine Kurve.
Es hat schon so ein Auto, was du nicht zum Driften kriegst und schneidet die Kurve dann trotzdem. Welches hat das? Das Ariel Atom oder was? Nee, so ein flachen hier, so ein Caterham, glaube ich. Ja, okay, der Caterham driftet nicht, aber der Ariel Atom driftet, finde ich, relativ übel. Weil der Caterham, der driftet ziemlich hart. Alter, fahr ich einen Müll zusammen, das gibt's nicht. Der ist nur in einem scheiß Go-Kart, ey. Was hast du davon? Boah, jetzt blockiert mich noch dieser verfickte Honda. Ich hab kein Reset mehr übrigens. Ich hab nur alle 5. Wie bist du denn überhaupt? 7. Hey, du bist 11. Einer ist raus. Wieder einen Platz gut gemacht hier, bin ich gut. Mann, diese fahrenden Hindernisse hier vor mir, ne? Ja, das ist gerade von Go. Boah, du mit deinem verkackten Honda, mach Platz, ey, sonst raste ich gleich extrem aus. Ist wieder so eine hohle Nuss vor mir, ey. Hm? Erstmal kompensieren und wieder gut fahren. Flux kompensieren? Mhm. Alter, der schafft nur 243, der Camaro. Wie geil ist das denn? Na gut, das ist ein neues Driftauto. 243. Ja. 5 Gänge hat er, ne? Dann gib Gas, ich will dich nicht weghauen müssen, du komisches Go-Kart. Gib Gas mit deinem Kack billig Audi da, lass mal das Go-Kart vorbei. Ich seh's schon wieder, der Idiot kann keine Kurven fahren, ne? Danke für den Schubser. Also Driften ist hammergeil mit dem Ding, aber Topspeed und Leistung, also Leistung weiß ich jetzt nicht, aber Topspeed auf jeden Fall gar kein. 247 schafft er gerade so auf der Geraden. Ja, danke. Schöne Haftreifenstapel. Kann der wirklich so gut driften, oder was? Ja, also ich denke mal, der wiegt auch nichts. Weil der ist wirklich nur so ein hohles Auto. Hast du Scheinwerfer an deinem Auto? Yep. Ja, ich nicht. Selbst da haben sie schon gespart. Oh, er driftet echt geil. Muss mich nur ein bisschen dran gewöhnen. Ich liefere mir hier gerade voll den Battle mit so einem Billig-Audi da. Wow, Mittelinsel! Mann, ich krieg die nie! Und dann liegt so ein scheiß Reifen unter mir drunter und ich kann mir voll den Wheelie machen wieder, ey. Schön. Ich würde auf dem Go-Kart mich voll komisch aussehen ohne Fahrer. Mhm. Weil bei dem siehst du das ja so extrem. Ja gut, dieses Auto ist halt unbrauchbar für normale Rennen. Aber für Drifts wird er bestimmt echt geil werden. Muss ich mir mal merken. Ja, du fährst ja eh nicht Drift, weil wir immer nur Rennen fahren. Weil du ja keine Lust hast. So, komme ich noch ins Ziel? Das ist die Frage. Wohl nix. Hauptsache noch vor dem Mungo da, ey. Der mich die ganze Zeit blockiert hat, ey. Ja, ich war der Einzige mit dem Ding. Aber der müsste doch eigentlich geile Beschleunigung haben, wenn er so nix wiegt, oder? Ja, hat er ja, denke ich mal, ganz gut, aber Topspeed fehlt halt, ne? Ja. Naja. Dann schauen wir jetzt mal auf die Bargeldauszahlung. 16.000. 8.000.
Nicht mal ein Bonus, ey. Ich weiß auch, wie ich die Bande geknutscht habe. Hm. So, war der denn im nächsten Rennen soweit erstmal, ne? Oder so? Mal gucken. Dann bis später.